Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen auf einem neuen Video von der Sizzle Crew. Heute geht es darum, wie Julian hier die Radieschen schneidet. Viel Spaß dabei. Aber geht gut. Beide Witzka. Zeig mal, wie das. Das muss man auch machen mit dem Ding hier, oder? Ja, muss man. Wenn man das mit der. Das darf man auf gar keinen Fall mit den Fingern machen. Aber guck mal. Sieht schon gut aus, ne? Kann man nicht meckern. Can you not meckern? You cannot macker there, okay? You cannot macker. Best English teacher. Heute schauen wir einfach mal in den Büroalltag rein. Beziehungsweise ist es so, wir streamen gleich wieder mit Sido. Der hat ja immer seine Live-Sendung am Freitag und um 12 Uhr sind wir da wieder und schalten uns dazu. Und ich habe mir einfach überlegt, heute nehme ich euch einfach mal mit, ganz random quasi in unserem Büroalltag, weil ich muss diesen Vlog nämlich ja für Sonntag schneiden, ihr seht ihn ja jetzt gerade. Und wir hatten nichts mehr auf Halde und deswegen dachte ich, ey, ist doch bestimmt auch mal interessant für euch, wenn ihr einfach mal guckt, was wir so den ganzen lieben langen Tag so machen. Nicht so viel. Wir arbeiten nämlich eigentlich gar nicht und chillen hier den ganzen Tag, um dann sagen zu können, wir waren wieder übelst lange im Büro. Ich schreibe gerade einen Text, das kommt nächste Woche. Nächste Woche kommt er, den schreibe ich jetzt. Zumindest fange ich gerade an, gleich ist erstmal Stream. Danach mache ich weiter, nebenbei wird im Lager unten gepackt. Corby schreibt gerade noch den Hochbeet-Text, das Hochbeet-Video ist ja Donnerstag erst gekommen. Übrigens, ich finde, hat er das echt gut gemacht, das Hochbeet sieht fantastisch aus. Und das ist so der Freitag, ne? Ich vermute, ich dachte heute vielleicht 15 Uhr mal feiern mache ich. Ich glaube, es wird nichts. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich zeige euch mal, was wir heute so schön vorbereitet haben. Diejenigen, die schon in einem Livestream mal dabei waren, die wissen, wir haben das ein oder andere Mal gefühlt mit einer Kartoffel gedreht, weil da war die Bildqualität nicht so geil. Wir haben heute die große Hoffnung, dass das mal funktioniert. Es war immer so, mal hat der Ton nicht funktioniert, mal war das Bild nicht so der Burner. Und heute machen wir es mal ganz anders. Heute machen wir es nämlich nicht über Skype, diesen Livestream, sondern wir schalten uns ganz normal über unseren Twitch-Kanal dazu. Jeder, der noch nicht unseren Twitch-Kanal abonniert hat, darf das jetzt natürlich auch gerne tun. Ihr könnt einfach live.sizzlebrothers.de im Browser eingeben, dann landet ihr da. Und auf Twitch funktioniert das meistens ziemlich gut. Und auf Twitch funktioniert das eigentlich immer sehr gut, dass das Bild und das Ton... Das Bild und das Ton... Oh Gott. Sprachenlernen Bubble. Und auf Twitch haben wir eigentlich keine Ton- und Bildprobleme und deswegen schalten wir uns heute in den Livestream mal über Twitch dazu. Bin sehr gespannt, ich hoffe, dass das alles gut funktioniert. Ich habe hier schon, damit heute auch wirklich nichts schief gehen kann, die Sender, die wir haben, sogar mit Nummern nummeriert. Hier ist die 1, da ist die 2, da ist die 3. Damit wir dann genau wissen, welcher Sender individuell dann gepegelt werden kann. Das ist, bei den Profis ist das absoluter Standard natürlich. Bei uns hat es bisher immer eigentlich so sehr gut funktioniert, aber heute darf mal wirklich nichts schief gehen. Ich hoffe, ich nehme den Mund nicht zu voll und dass das alles auch klappen wird dann. Hier sieht man übrigens, hier laufen die Kabel zusammen. Also hier rüber wird der Ton dann gepegelt. Das Ganze läuft dann hier mit den Kabeln nach draußen und endet dann hier. Wir wollen nämlich, dass die Empfängereinheiten möglichst nah dran sind, um wenig Störgeräusche zu haben oder wenig Störungen. Deswegen liegt der Mischer drin und wir verlängern das Ganze mit Kabeln nach draußen, damit wir da wenig Abstand zwischen Sender und Empfänger haben, damit das alles immer rund läuft. Das heißt, jeder Stream ist auch immer relativ viel Aufwand im Vorfeld. Oh Gott. Das heißt, jeder Stream ist natürlich auch immer ein gewisser Aufwand im Vorfeld, weil wir die ganzen Kabel verlegen müssen. Die Kamera muss natürlich auch verkabelt werden, das Ganze muss vorher getestet werden. Und wie wir das Ganze checken, gucken wir jetzt mal, würde ich sagen. So, als erstes kurz Camera starten hier. Zack. So,
Jetzt wird hier Ton gecheckt. Auch sag du mal, bist wie, nicht anwesend, Alex. Ich bin nicht anwesend, wieso nicht? Naja, ihr habt kaum Ausschlag. Ich weiß nicht, was du. Bist du sicher, dass du an der 2 hängst? Ja, ich bin sicher, dass ich an der 2 hänge. Sag mal was? 1, 2, 3, Test 2, 3, 4. 1, 2, 3, Test 2, 3, 4. Ich ja, bin noch nie so hochpegelt. So ist das hier. Also, das ist immer das Gute. Wir testen halt im Vorfeld ausgiebig. Und dann geht auch nichts mehr schief. Oh, Entschuldigung. Genau. Mikro sitzt gut. Ja, das aber will ich ja wohl meinen. Sag nochmal was. 1, 2, 3, ich sag nochmal was. Also ich würde jetzt so noch ganz normal reden und ja, also muss von, ich ein bisschen höher machen. Von dem. Guck mal, wie du hier pegelst. Normal musst du, guck mal, ich mach mich mal zu. 1, 2, hallo, ach warte, ich bin auf Mute. Moment, so, jetzt bin ich wieder da. Ja. So, ich sag mal ganz normal, guck mal, wo ich hingehe. Das ist normal. So, ich sag mal ganz normal, guck mal, wo ich hingehe. Das ist normal. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Okay, Julian. So, ich sag mal ganz normal, da wo ich hingehe, ist ganz normal. Du setzt ja auch wieder auf 7:30. Ich habe auch wieder ein anderes Mikrofon als sonst. Achso. Wir tauschen die mal einmal durch. Ich Das ist ein Sender und Empfänger-Ding. Ja, du hast das gleiche Mikrofon, das was vorgehoben ist. Sag gut, mal was. Bei den Nörgeln hab ich, so wurde mir untersagt, dass ich nörgle. Gut. Das gefällt mir nicht. Ja, okay. Ich mache jetzt OBS nochmal aus. Also, zeige ich euch einmal kurz. Ich habe einmal VoiceMeter hier als Programm. Das ist mein digitales Mischpult. Da habe ich uns eingestellt, dass wir draußen über die Box was hören können. Und dann brauche ich noch mein OBS Studio. Zack, da ist es. Bild ist da, Ton ist da. Und wenn ich jetzt starte, sind wir live. Ich muss nur hier nochmal was Neues schreiben. Titel. Gleich geht's rund mit Siggi und Co. We are live. Du kannst da mal einen Refresh machen, Sound on. Refresh. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Grillzange. Und ich hole uns mal einen Eistee, ja? Hätte das dann sehen? Oh ja, ein Eistee. Ja. Das Gute ist, was ihr nicht seht, ist ja, wenn Alex hinter der Kamera steht, dann ist er gerade, macht er gerade irgendetwas und dann spricht man den anderen dann so. Naja, ich muss mich das ja erstmal entmuten. Ne? Ich muss mich ja erstmal entmuten. Das hört ihr mich ja nicht. Ich würde folgendes vorschlagen, wir können ja mal unsere Show teilhaben lassen, wie wir jetzt sind. Ich gehe mal meine Nase kurz nur, sonst drehe ich nämlich durch. Ja, und Hansi. Ich probiere mal Minze hier. Ich brauche das jetzt. Okay. I need you right now. Was möchtest du mit mir? Ich möchte, dass du nochmal für Instagram ankündigst, dass wir gleich im Livestream sind. Ich hab warte. Gerade mal Minze in mein Eis gestopft. Es geht. Los. Hallo, liebe Instagram. Das war aber nochmal kommen, das versteht doch keiner. Ja. Okay. Okay. Leute, wir sind jetzt schon live bei Twitch. Twitch-TV, da vorne steht eine Kamera. Stehen sogar zwei, war Alex nebenbei mit 360 Grad noch mit dem, wie sich das gehört. Wir sind gleich wieder live mit Sido. Heute erstmals bei uns auf dem Twitch-Kanal, weil die Technik mit Skype nicht so ganz hingehauen hat. Bei Twitch ist es super. Sido schaltet uns gleich dazu. Ihr könnt im Chat fleißig schreiben, vielleicht liest er das ein oder andere sogar mit. Man weiß es nicht. Schaltet rein live.sizzlebrothers.de, swipe ab. Und wenn ihr jetzt groß swipet, dann kommt ihr zu Sido auf dem Kanal auf den Stream. Hammer! Jedes Mal muss ich alles alleine ausrollen. So, das war's schon wieder mit dem Stream. Hannes ist noch fleißig. Wie immer muss ich alle Kabel alleine auf. Nein, natürlich nicht. Alex hat eben auch aufgerollt. Muss ja wieder ordentlich verstaut werden, ne? So sieht's aus. Wir zeigen euch mal unser höchst professionelles Kabellager. Ja, das ist heftig. Das ist aber auch geheim eigentlich da unten. Und schon ist wieder der halbe Tag rum bei uns. War wieder sehr viel Action. Und so ein Stream vorzubereiten ist ja auch immer relativ viel Arbeit, zumindest wenn man es so macht, wie wir es jetzt gemacht haben auf Twitch. Wenn euch das gefallen hat, dass ich einfach mal die Kamera draufhalte und so ein bisschen unseren Alltag mitfilme, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein und gebt uns einen Daumen nach oben, weil wenn euch das gefällt, können wir das gerne auch öfter mal machen, dass ich euch einfach mitnehme und ihr so ein bisschen mitbekommt, was wir so den ganzen lieben langen Tag so treiben, weil uns erreichen auch immer wieder Fragen, wo dann gefragt wird, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, weil wir ja nur zwei Videos die Woche rausbringen. Wenn das für euch spannend ist, schreibt es gerne unten rein und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.